Dort. Dort hinüber. Wohin jetzt, Richard? Die Geheimtür ist nicht mehr weit. Beeil dich, verdammt, die sind gleich da. Halt uns den Rücken frei. Wir haben es gleich geschafft. Ich bedauere den Verlust deiner Kameraden. Was wollen diese Mistkerle hier? Sie suchen diese Kammer. Wie? Warum das denn? Hier ist doch nichts. Ganz im Gegenteil. Hier ist alles. Wir befinden uns vor einer Pforte, hinter der sich der größte Schatz der Menschheit verbirgt. Wovon reden Sie? Wir behüten in diesem Kloster ein jahrhundertealtes Geheimnis, für dessen Offenbarung die Welt noch nicht reif ist. Ich erzähle dir das, weil du in wenigen Augenblicken der letzte Mensch bist, der verhindern kann, dass der Schlüssel zu diesem Geheimnis in die Hände dieser Barbaren gerät. Was ist das? Das ist ein Schlüssel. Irgendwann werden sie diese Kammer finden und die Tür aufbrechen. Dann darf er nicht mehr hier sein. Nimm ihn an dich, benutze ihn und bring ihn auf die andere Seite. Dann wirst du alles verstehen. Meine Einheit wollte die Mönche beschützen. Nun bin ich als Einziger noch am Leben und habe keine Ahnung, wer uns eigentlich angegriffen hat. Und vor allem warum. Der Mönch sprach von einem uralten Geheimnis, einem gewaltigen Schatz, der sich hier in dieser Kammer verbergen soll. Vielleicht ist das tatsächlich der Grund für den Überfall. Wie auch immer, ich muss einen Weg heraussuchen und die britische Regierung über diesen Angriff informieren. Dieses merkwürdige Objekt wollte der Mönch unbedingt in Sicherheit bringen. Er hat es als Schlüssel bezeichnet. Ein Schlüssel, wofür? Selbst wenn ich wüsste, wie ich sie öffnen kann, würde ich meine Finger davon lassen. Draußen sind immer noch diese Kerle, die das Kloster überfallen haben. Ich muss einen anderen Ausweg suchen und der Regierung von diesem Angriff berichten. Er ist tot. Er und seine Brüder haben ihr Leben geopfert, um dieses merkwürdige Schlüsselartefakt zu beschützen. Angeblich soll sich in dieser Kammer ein uraltes Geheimnis verbergen. Der Mönch sprach von einem gewaltigen Schatz. Das erklärt vielleicht den Überfall auf das Kloster und das skrupellose Vorgehen der Angreifer. Ich kann leider nichts mehr für ihn tun. Vielleicht sollte ich seinen Rat befolgen und diesen Schlüssel benutzen, um von hier wegzukommen. In diesem Raum befinden sich lauter merkwürdige Schriftzeichen. Leider habe ich keine Ahnung, was diese bedeuten könnten. Ich habe seine Schrift noch nie gesehen. Vielleicht erzählen die Zeichen was von dem Geheimnis, das hier verborgen sein soll. Schade, dass ich nichts davon übersetzen kann. Auf der Bodenplatte sind lauter merkwürdige Linien und Gravuren zu sehen. Soweit ich das beurteilen kann, ist der Stil der Verzierungen nicht wirklich typisch für diese Region. Im Grunde ist er nicht mal asiatisch. Ich habe das Gefühl, dass diese Platte hier irgendwie nicht hingehört. Ein Relief, das einen gewundenen Drachen darstellt. Soweit ich weiß, sind Drachen in der asiatischen Mythologie oft Hüter von Türen und Toren. Hm.
Vielleicht verbirgt sich hinter dem Relief ja die mysteriöse Pforte, von der der Mönch gesprochen hat. Aber wie soll ich sie öffnen? Keine Chance. Ich sehe keine Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen, wenn es überhaupt ein Tor ist. Außer einer Vertiefung hier oben sehe ich nichts Besonderes an der Stele. Sie lässt sich nicht bewegen. Das Artefakt scheint genau in eine Öffnung auf der Stele zu passen. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was ich damit auslöse, aber nach den Worten des Mönchs ist das der einzige Ausweg. Ich hoffe, er hatte damit recht. Nun, Leutnant, wie weit sind Sie? Der Widerstand wurde vollständig gebrochen. Das Kloster befindet sich unter unserer Kontrolle. Und die Kammer? Haben wir noch nicht gefunden. Es muss einen versteckten Zugang geben, durch den der Mönch und der Tommy verschwunden sind. Jedenfalls behauptet das der Gefangene. Hat er mittlerweile auch erzählt, was seine Einheit hier wollte? Ja, wir haben ihn sehr schnell zum Reden gebracht. Sie sollten diese Region erkunden. Sein Leutnant hat dafür angeblich handgefertigte Karten eines Kartografen aus Hongkong benutzt, der diese Region schon vor Jahren bereist hatte. Sieh an, der Zufall spielt eine manchmal sonderbare Streiche. Diesmal haben wir die Situation noch unter Kontrolle bekommen. Aber ich möchte nicht, dass unsere Operation ein weiteres Mal gestört wird. Wir werden die Patrouillen weiter ausdehnen. Außerdem habe ich eine Überwachung des Luftraums durch unsere Jäger veranlasst. Sie sind ein Offizier, Sie vertrauen der Abwehr. Ich hingegen bin Wissenschaftlerin und baue auf Prävention. Schicken Sie sofort jemanden nach Hongkong, der diesen Kartografen aus dem Verkehr zieht und seine Aufzeichnungen vernichtet. Bezahlen Sie gegebenenfalls irgendeine Bande vor Ort, die sich um die Drecksarbeit kümmert. Hauptsache, wir schaffen dieses Problem aus der Welt. Wir müssen alles Nötige tun, dass nicht nochmal jemand hier auftaucht und uns dazwischenfunkt. Diese Mission ist zu wichtig. Und wir stehen kurz vor dem Ziel, Leutnant. Die Zukunft des Dritten Reichs liegt in Ihren und meinen Händen. Kann nicht klagen. Und bei dir? Fliegst du immer noch Fracht, von der du lieber die Finger lassen solltest? Tja, leider lässt sich mit Ehrlichkeit zurzeit kein Geld verdienen. Und ich muss schließlich meine Miete zahlen. Außerdem macht's Spaß, den Typen ein paar Marktanteile wegzuschnappen. Fenton. Dummerweise verstehen die aber keinen Spaß, wenn sich jemand in ihre Geschäfte einmischt. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Um so kleine Fische kümmern die sich doch gar nicht. Ach ja? Gestern Abend waren zwei von denen hier und haben nach dir gefragt. Ja und? Soll ich mir jetzt vor Angst in die Hose machen? Fenton, du bist mein bester Kunde und deshalb gebe ich dir einen guten Rat. Sei verdammt vorsichtig, sonst liegst du schneller auf dem Grund des Hafenbeckens, als ich rumsagen kann. Shen, du klingst wie das Kindermädchen, das ich nie hatte. Nein, ich klinge wie jemand, der weiß, wovon er spricht.
Hat man dir bei der Armee nicht beigebracht, dass du deine Feinde niemals unterschätzen solltest? Feinde? Jetzt übertreib mal nicht. Ich gehe in die nächste Zeit einfach aus dem Weg, dann glätten sich die Wogen auch wieder. Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Keiner legt sich ungestraft mit der Tong-Triade an. Vergiss das Schmuggeln und such dir was anderes, das Spaß macht. Schon gut. Ich werde vorsichtig sein, okay? Apropos Spaß. Ihr habt eine neue Sängerin? Ja, aber mit der wirst du ebenfalls keinen Spaß haben. Die steht nämlich nicht auf Typen wie dich. Vielleicht steht sie auch gar nicht auf Typen. Landen konnte nämlich noch keiner bei ihr. Chen, wie du weißt, sind schwierige Landungen meine Spezialität. Wenn du es schaffst, dass sie dir ihre Zimmernummer gibt, spendiere ich dir meinen besten Whisky. Hol schon mal die Flasche aus dem Keller. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Das wäre doch gelacht. In spätestens 2 Minuten bekomme ich nicht nur eine Verabredung mit der aufregendsten Frau Hongkongs, sondern auch noch eine Flasche exzellenten Whisky. Das Leben kann so schön sein. Ihr wunderbarer Song hat mir den Tag versüßt. Darf ich mich dafür mit einem Drink bedanken? Netter Versuch, aber ich trinke nicht, danke. Wow. Beim Anblick dieses Kleides stellt sich mir die Frage, ob Kleider Leute machen oder die Verpackung nichts ohne den Inhalt ist. Sie sehen jedenfalls atemberaubend aus. Ich nehme es als Kompliment, auch wenn es ein zweifelhaftes ist. Ich wollte nicht indiskret sein, aber die Frage steht im Raum. Um sie zu beantworten, müssen wir uns wohl näher kennenlernen. Oh, und entschuldigen Sie meine Neugier, aber ist das in Ihrem Haar eine Tulpe oder eine Rose? Wohl eher eine Lilie. Blumen haben Sie demnach noch nie verschenkt. Sollte ich? Ich dachte, Frauen bevorzugen Steine. Sie tragen doch auch welche an Ihrem entzückenden Handgelenk. Ein Geschenk von einem Verehrer? Vielleicht. Die Frage, ob Sie Blumen oder Steinen den Vorzug geben, wäre also geklärt. Aber wie ist das mit dem aufregenden Inhalt Ihres Kleides? Wann können wir uns diesem interessanten Thema widmen? Nun, lassen Sie uns das auf später verschieben. Besuchen Sie mich doch heute Abend nach meinem letzten Auftritt. Ich habe im Club ein Zimmer. Mist. Diese Kerle gehören zur Tong-Triade. Offensichtlich hatte Shen recht. Die suchen tatsächlich nach mir. Oh, sind die Typen wegen Ihnen hier? Ich fürchte ja. Und es wäre besser für meine Gesundheit, wenn sie mich nicht finden. Ich werde Ihnen helfen. Wäre doch schade, wenn unsere Verabredung platzen würde. Nehmen Sie den Hintereingang. Ich unterhalte mich so lange mit den beiden. Time to say goodbye, Freunde. Sackgasse, Paddock. Meine Antwort spielt doch sowieso keine Rolle. Ihr mischt mich ja doch auf, oder? Helles Kerlchen. Diesmal hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Wach auf, Paddock. Du verpasst sonst deinen allerletzten Flug. Schon mal eine Wasserlandung gemacht? Ich lach später. Lass mich erst mal raus hier. Du willst es nicht kapieren, oder? Doch, doch, ich hab's kapiert. Das mit der Geschäftserweiterung war wohl keine so gute Idee. In der Tat. Aber unsere Geduld ist jetzt am Ende. Du hättest dich aus unseren Geschäften heraushalten sollen, aber du wolltest die gut gemeinten Warnungen ja nicht ernst nehmen. Hey Jungs, lasst uns das doch in aller Ruhe besprechen. Ich komme euch ab jetzt auch nicht mehr in die Quere, einverstanden? Zu spät, Paddock. Und wieder bewahrheitet sich ein altes chinesisches Sprichwort. Ein Geschäft eröffnen ist leicht. Schwer ist es, es geöffnet zu halten. Aber wir wollen nicht herzlos sein. Wir gewähren dir zwar keinen letzten Wunsch, aber du darfst die Art deines Todes wählen. Willst du lieber ersticken
oder ertrinken. Du musst dich nicht sofort entscheiden, Paddock. Ich will dir das mal erklären. Eigentlich ist dein kleines U-Boot hier absolut wasserdicht. Wenn wir dich also gleich ins Hafenbecken werfen, kommt kein Tröpfchen Wasser hinein. Du hast dann noch für ungefähr 15 Minuten Luft zum Atmen. Eine quälend lange Zeit, wenn man auf den Tod wartet. Angst und Panik werden im Todeskampf deiner einzigen Begleiter sein. So etwas wünscht man nicht einmal seinem ärgsten Feind. Darum haben wir für dich ein Loch in den Deckel gebohrt. Du wirst erstmal instinktiv das Loch mit deiner Hand zuhalten. Aber tust du das nicht, kannst du dein Leiden dramatisch verkürzen. Lass das Wasser rein und du hast es in ein, zwei Minuten überstanden. Nein, danke uns nicht, alter Freund. Ich finde, das sind wir dir schuldig. Finde ich auch. Gute Reise, alter Freund. Der macht uns keinen Ärger mehr. Schöner Mist. Fenton, wenn du aus diesem Schlamassel wieder rauskommen willst, solltest du anfangen nachzudenken. An dieser Stelle hat sich beim Abdichten ein dicker Teertropfen gebildet. Die Fugen der Kiste sind mit Teer abgedichtet. Der Beweis, dass ich's immer noch drauf hab. Die Sängerin aus dem Nachtclub hat mir ihre Zimmernummer auf diese Stoffserviette geschrieben. Ich leg das Feuerzeug mal kurz aus der Hand. Fein. Teer und Serviette bilden nun einen hübschen Klumpen. Ich halte es zwar für keine besonders clevere Idee, jetzt das Loch anzustarren, aber wenn wir schon dabei sind, der Durchmesser beträgt 3 oder 4 Zentimeter. Mal sehen, ob ich darin was Brauchbares finden kann. Lächerliche 3 Hongkong-Dollar und 45 Cent. Damit kann ich mich wohl kaum aus diesem Schlamassel rauskaufen. Das Feuerzeug habe ich seit meiner Militärzeit. Da sind nur noch alte Quittungen und Notizen drin. Das ist ein Scharnier. Die Tonks haben anscheinend eine alte Tür als Deckel für diese Kiste verwendet. Okay, das müsste klappen. Wenn es nur so einfach wäre. Der Deckel ist zugenagelt. Ich kann ihn nicht so ohne weiteres aufdrücken. Das Eisenband ist dünn, aber immerhin sehr stabil. Wenn ich das Eisenband in die Fuge zwischen Deckel und Kiste bekomme, kann ich die Kiste vielleicht aufstemmen. Versuchen wir's. Was für ein Glück. Die Typen sind schon abgezogen. Normalerweise würde ich auf diesen Schreck ja erstmal bei Shen einen heben, aber erstens sollte ich mich in nächster Zeit nicht mehr in der Nähe des Triadenviertels sehen lassen und zweitens muss ich raus aus diesen nassen Klamotten. Also, ab nach Hause. Sind Sie Tong? Mun Tong? Was fällt dir ein, Fremder? Schon gut. Was wollen Sie von mir? Nun, können wir uns vielleicht irgendwo ungestört unterhalten? Irgendwo, wo es weniger lebhaft ist? Wir haben hier nichts zu befürchten. Das ist unser Viertel. Wenn Sie etwas zu sagen haben, raus damit. Falls nicht, verschwinden Sie.
Also schön. Ich brauche Männer, die für mich etwas erledigen. Diskret und effektiv. Meinen Informationen zufolge können Sie mir diesbezüglich weiterhelfen. Interessant. Ob ich das wirklich kann, weiß ich allerdings erst, wenn Sie mir verraten, worum es sich handelt. Meine Auftraggeber suchen einen Mann, der angeblich hier in Hongkong lebt. Er hat etwas in seinem Besitz, das meine Auftraggeber gerne haben möchten. Und wer sind Ihre Auftraggeber? Das ist nicht von Bedeutung. Spüren Sie die Person auf und besorgen Sie das, worauf es meine Auftraggeber abgesehen haben. Tja, in Hongkong leben sehr viele Leute und ich kann mir vorstellen, dass einige davon etwas besitzen, das andere gern haben wollen. Wenn Sie den Auftrag annehmen, bekommen Sie selbstverständlich konkrete Informationen. Dafür müssen Sie aber ein hübsches Sümmchen springen lassen. Geld spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber verfügen über entsprechende Mittel. Wichtig ist nur, dass der Auftrag zu unserer Zufriedenheit ausgeführt wird. Dann sind wir wohl im Geschäft.